Father to a murdered son, husband to a murdered wife, and I will have my vengeance. In this life or the next. Lernen loszulassen könnte einfacher sein, aber diese Leute mussten sich einfach rächen. Willkommen zu WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir euch unsere Top 10 echter Fälle von Rache. You just shot an unarmed man. Well, he should have armed himself. He's gonna decorate his saloon with my friend. Bevor wir anfangen, abonnier nicht vergessen, um auch in Zukunft die besten Videos nicht zu verpassen. In dieser Liste betrachten wir reale Ereignisse, in denen Personen das Gesetz selbst in die Hand nahmen oder Vergeltung suchten. Einige dieser Fälle sehen rechtschaffend aus, während andere eindeutig die Grenze überschreiten. Aber wir lassen dich entscheiden. People keep asking if I'm back, and I haven't really had an answer. But now, yeah, I'm thinking I'm back. Nummer 10. Pierre Picot, der wahre Graf von Monte Cristo. Der Graf von Monte Cristo ist eine der größten Racheerzählungen der Literaturgeschichte. Und obwohl es eine erfundene Geschichte ist, soll die Hauptfigur Edmond Dantès auf einem echten Mann namens Pierre Picot basieren. Picot, ein Schuhmacher des 19. Jahrhunderts aus Südfrankreich, wurde von seinen angeblichen Freunden beschuldigt, ein englischer Spion zu sein. Why are you doing this? Oh, it's complicated. Nach Jahren der Zwangsarbeit wurde Picot freigelassen und nach sorgfältiger Planung ermordete er die drei Männer, die ihn verraten hatten. Er war besonders unbarmherzig mit Lupia, dem Mann, der seine frühere Verlobte geheiratet hatte. Let's just say it's vengeance for the life you stole from me. Picot machte aus den Kindern des Mannes Kriminelle, bevor er schließlich ihren Vater erstach. Nummer 9. Alexander Alec Turner, der Ex-Sklave, der abrechnete. Alec Turner scheint die reale Version von Django zu sein. Er wurde 1845 auf einer Tabakplantage in Virginia in die Sklaverei geboren. Die Enkelin des Plantagenbesitzers brachte ihm heimlich das Lesen und Schreiben bei, als er noch jung war. Sie wurden jedoch erwischt und Turner wurde schwer verprügelt und ausgepeitscht. Schließlich konnte Turner zu Beginn des Bürgerkriegs entkommen und trat der Unionsarmee bei. 1863 kehrte Turner mit seinem Regiment zu seiner alten Plantage zurück und erschoss seinen ehemaligen Aufseher. Er überlebte den Krieg und ließ sich schließlich auf einer Farm in Vermont nieder, die er passend Journey's End, Ende der Reise, benannte. Nummer 8. Nakam, die jüdischen Rächer. We're gonna be doing one thing and one thing only. Killing Nazis. Viele Menschen waren verständlicherweise unzufrieden mit dem Ergebnis der Nürnberger Prozesse, bei denen nur 24 Personen angeklagt wurden. Und so formte sich eine Gruppe namens Nakam, abgekürzt von Dam Yehudi Nakam oder das jüdische Blut wird gerecht werden. Ihr Ziel war eine eigene Form der Gerechtigkeit. Die Gruppe vergiftete 3000 Brote, die in ein amerikanisches Kriegsgefangenenlager geschickt wurden, in dem hauptsächlich ehemalige SS-Mitglieder untergebracht waren. Über 2000 Häftlinge erkrankten angeblich, aber zur Enttäuschung des ehemaligen Nakam-Mitglieds Josef Hamatz gab es keine bestätigten Todesfälle. Nach Angaben einiger Mitglieder hatte die Gruppe ursprünglich versucht, 6 Millionen Deutsche zu töten, indem sie die Wasservorräte der wichtigsten Städte des Landes vergiften wollten. Nummer 7. Frank Eaton, der Mann, der seinen Vater gerecht hat. Frank Eaton wurde Mitte des 19. Jahrhunderts in Connecticut geboren und zog mit seiner Familie nach Kansas, als er 8 Jahre alt war. Um diese Zeit wurde sein Vater, der Ordnungshüter war, von 6 ehemaligen konföderierten Soldaten getötet. Ein Freund der Familie sagte zu Eaton: "Mein Junge, möge der Fluch eines alten Mannes auf dir ruhen, falls du nicht versuchst, deinen Vater zu rächen." Frank begann zu trainieren und erhielt schnell den Spitznamen Pistol Pete. Er war angeblich schneller als Buffalo Bill. Der Geschichte zufolge gelang es ihm, 5 der Mörder aufzuspüren und zu töten, bevor er 30 wurde. Der letzte, John Ferber, entkam Eatons Zorn nur dadurch, dass er starb, bevor Eaton ihn fand. My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Nummer 6. Aaron Burr, der Vizepräsident, der genug hatte. Von politischen Rivalitäten hört man oft, aber nichts ist vergleichbar hiermit. Sowohl Alexander Hamilton als auch Aaron Burr waren zu Beginn des 19. Jahrhunderts große Namen auf der politischen Bühne.
Burr trat gegen Thomas Jefferson in den Präsidentschaftswahlen an, verlor aber zum Teil auch durch Hamiltons Einfluss. Einige Jahre später kandidierte Burr für den Gouverneursposten von New York und wieder wurden seine Ambitionen durch die Gegenbemühungen von Hamilton, der aggressiv gegen ihn kämpfte, zunichte gemacht. Burr, der damals immer noch Vizepräsident war, forderte Hamilton zum Duell heraus. Sie trafen sich in Weehawken, New Jersey und Hamilton wurde tödlich verletzt. Nummer 5. Buford Passer, der Sheriff mit Selbstachtung. Buford Passer führte während seiner Dienstzeit als Sheriff von McNary County einen Ein-Mann-Krieg gegen die Kriminalität. Dabei konzentrierte er sich vor allem auf die Gesetzesbrecher, die entlang der Grenze von Mississippi und Tennessee operierten. Den schweren Jungs passte das natürlich nicht und sie verwundeten Passer schwer und ermordeten seine Frau bei einem Attentat aus einem vorbeifahrenden Wagen. Passers anschließender Rachefeldzug inspirierte eine Filmtrilogie in den 70er Jahren. 2004 gab es sogar ein Remake mit Dwayne Johnson. Genaue Details sind weitgehend unklar und es gibt nur Gerüchte. Verschiedene Autoren und örtliche Strafverfolgungsbehörden haben jedoch angedeutet, dass Passer 3 der 4 Männer, die für den Tod seiner Frau verantwortlich waren, getötet hat. Nummer 4. Carl V. Erickson, der Rentner, der wirklich einen Groll hegte. Die Oberschule kann eine schwierige Zeit sein, besonders wenn man nicht zu den sogenannten beliebten Kindern zählt. Carl Erickson erlebte dies hautnah, als er Opfer eines grausamen Streiches wurde. Genaue Details des Vorfalls sind nicht bekannt, aber es ging um ein Suspensorium, das auf Ericksons Kopf platziert wurde, vor einer Gruppe von Schülern. I'm an asshole, Robin, okay? I made his life a living hell and I treated him like shit. Is that what you're trying to figure out? Erickson machte Norman Johnson für den Streich verantwortlich und nahm das Sprichwort, Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird, etwas zu wörtlich. Er wartete über 50 Jahre, um sich zu rächen, konfrontierte Johnson und tötete ihn 2012 in seinem Haus. Beide Männer waren in den 70ern und Erickson wurde für sein Verbrechen zu lebenslanger Haft verurteilt. Nummer 3. Jared Harris, der rächende Amateur-Tätowierer. Im Gefängnis geht es grundsätzlich ziemlich rau zu, aber für Kinderschänder ist es die wahre Hölle. Im Jahr 2006 wurde Anthony R. Stockelman zu lebenslanger Haft verurteilt, nach einem Übergriff auf die 10-jährige Katie Coleman, die er auch ermordet hatte. Stockelman wurde durch Unwissenheit der Beamten in das gleiche Gefängnis gesteckt wie Katies älterer Cousin Jared Harris, der dort wegen Einbruch saß. Ermittlungen zufolge hat Harris Stockelman in die Enge getrieben. Anscheinend haben andere Insassen ihm dann dabei geholfen, die Wörter zu tätowieren, die am nächsten Morgen auf seiner Stirn standen. Der fragliche Text: Katies Rache. Lie still. I've never done this before. And there will be blood. Nummer 2. Lorena Bobbitt, die messerschwingende Ehefrau, die nicht mehr das Opfer sein wollte. Wir haben schon von brisanten Ehen gehört, aber dieser Fall hat die Aufmerksamkeit der internationalen Medien erregt. Laut Lorena Bobbitt wurde sie jahrelang von ihrem Mann auf verschiedenste Art missbraucht. In der Nacht, in der sie schließlich durchdrehte, hatte er sie vergewaltigt. Das war der 23. Juni 1993, ein Datum, das ihr Ex, John Wayne Bobbitt, wahrscheinlich nie vergessen wird. Während ihr Mann schlief, nahm Lorena ein Trangiermesser aus der Küche und schnitt seinen Penis ab. Sie fuhr mehrere Kilometer und entsorgte ihn in einem Feld. Nach einer großflächigen Suche wurde er schließlich gefunden und in einer über 9-stündigen Operation wieder angenäht. Nummer 1. Aku Yadav, der angeklagte Vergewaltiger, der der Gerechtigkeit der Masse zum Opfer fiel. Im Jahr 2004 stand Aku Yadav, eigentlich Barak Kalicharan, in Indien vor Gericht. Yadav war ein örtlich bekannter Vergewaltiger und Mörder. Er soll angeblich über 200 Frauen in einem Zeitraum von 10 Jahren vergewaltigt und mindestens 3 Personen ermordet haben. Die Frauen von Kasturba Naga, wo Yadav herkam, hatten endlich genug. Ein Lynchmob von rund 200 Frauen unterbrach das Verfahren und griff Yadav an. Berichten zufolge warfen sie ihm Chili-Pulver ins Gesicht, stachen über 70 Mal auf ihn ein und schnitten ihm den Penis ab. Mehrere Frauen wurden zwar verhaftet, doch alle wurden aus Mangel an Beweisen schließlich freigelassen. Was hältst du von der Liste? Für noch mehr Top 10 Videos abonniere einfach WatchMojo Deutschland.